Optimus schickt seine Pokémon raus, er kennt sich mit ihnen super aus, meint er. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Unite mit mir. Nicht mit mir, mit dem Tem. Ich bin Tem, du nicht. Ich habe das immer noch nicht richtig im Kopf, ich lerne aber auch nicht. Ist auch egal. Heute wieder nachkommentiert aus mehreren Gründen. Gestern haben wir sehr viel Terraria gespielt, weil wir spielen gerade das erste Mal richtig Journey's End. Ja, ist schon länger draußen, aber wir spielen das jetzt. Und Splatoon kommt rein theoretisch heute. Ich weiß nicht, ob es heute auch bei mir ankommt, aber ey. Es ist auf jeden Fall ein Match gewesen mit Marcy McGamer als Pikachu und einem fiesen Gegner Mew. Außerdem schon wer als unser Mew. In dem Match merke ich erst richtig, wie schlimm Mew eigentlich sein kann. So. Weil es das gleiche Pantymos ist wie beim letzten Mal, was ich gespielt habe. Kein Vorgeplänkel. Hier kriege ich übrigens mega nice die Nase noch aus Versehen abgesnackt, mehr oder minder. Und sterbe. Aber wir haben viel gemacht. Hier hätte Marcy das Macholo wegmachen können. Ich habe ihm gesagt, renn lieber weg. Weil er hatte selber weniger KP. Ich glaube, ein Karateschlag hätte gereicht. Klar, Marcy hat Range, aber irgendwie ein Flash und die Lane wäre für den Moment kaputt gewesen. So haben beide noch mit einem Fitzel KP jemanden gehabt. Das ist okay. Da wollte ich eigentlich mit meinem Lichtschild Macholo bekommen. Aber Macholo ist ein schneller kleiner Bursche am Anfang. Jedenfalls, ich wollte das letzte Pantymos-Match nicht so stehen lassen, weil da habe ich wirklich nicht gut zeigen können, was das so kann. Hier in dem Match mache ich schon ein paar Moves ganz cool. Und hier war ich sicher, ich habe Macholo gefangen. Ich war mir sicher. Aua, aua, aua. Solarstrahl von Mew ist extrem böse. So, jetzt habe ich ihn. Kommt natürlich raus. Egal. Solange ich so gut wie allen Loot bekomme, ist mir egal, ob wir viel Solarstrahle abbekommen. Außer die killen. Killen ist doof. Jetzt sage ich Marcy wieder, hey, bleib mal oben. Viele bekommen die Vögel um 8 in der Mitte noch nicht mit. Deswegen ist das sehr häufig für mich extrem viel KP, was einfach rumliegt. Ich bin halt jetzt schon Nabelschnur-Mime. Und das ist wunderbar. Weil das heißt passive Heilung, die wir gegen diesen scheiß Solarstrahl echt gebrauchen können. Es ist auch interessant, wie wenig Elektroball ist es, glaube ich, und Surfer man sieht, weil Solarstrahl ist einfach so gut. Und Marcy ist tot. Da wusste er wahrscheinlich nicht, dass die Basic Attack von Mew, die aufgeladene, mehr Schaden macht, je weiter du weg bist, wenn sie trifft. Was natürlich mega fies ist. Krieg ich den noch? Ja. Schön auch den Solarstrahl gekriegt. Hier war ich kurz verwirrt, weil er hat die Linie gesehen von der Basic Attack, aber er hat sich rausgeflasht und weit, wahrscheinlich mit Agilität. Ich glaube, er hat Agilität. Ich weiß es nicht. Aua! Das frisst einfach einen Trank von mir. Unten währenddessen ist einfach Regi gefangen und jetzt guck mal, das Regi-Lecki. Das ist um Minute 7 gespawnt, ja? Ich spoiler jetzt ein bisschen, sag mal, das bleibt noch eine Weile da. Marcy hat sich jetzt zerreißen lassen von sehr viel Fernkampf. Ich sehe drei Gegner und denke mir, okay, einfach mal rein ulten, gucken, was passiert. Das Finale kommt raus, das Mew nicht. Die Eule auch nicht. Oder doch? Doch, die kommt sogar raus. Aber zusammen mit, hier, ich will ja mal Alpollo sagen und Lucario. Absol heißt dieses Pokémon. Kriegen wir sogar noch einen Kill. Und jetzt denke ich mir, oh oh. Oh oh, Schmerz, Schmerz, schlecht. Hätten die beide einfach richtig hart auf mich drauf geprügelt, hätte ich nicht überlebt. Aber gut, ich bin zufrieden. Da wieder fliegen, diesmal trifft mich. Und irgendwas ist unter meinem. Ihr habt gerade so eine Leiste gesehen. Kann ich nicht ganz sicher bin, was es ist. Dann muss ich noch herausfinden. Weil das habe ich in dem Match das erste Mal gesehen. Moin. Hier habe ich es leider zugelassen, dass schon mehr extrem zerrissen wird. Ich habe jetzt auch kleines OO. Gehe sogar drauf. Aber die haben sehr viel KP verloren, was ja erstmal gut ist. Marcy kriegt wieder einen Solarstrahl ab. Immer unangenehm. Und die fangen nicht mit Elecki an. Hallo, schauen wir. Hier übrigens. Keine Ahnung, was passiert ist. Er war kurz unverwundbar und ich krieg ums Verrecken die scheiß Nabel schon nicht auf ihn drauf. Aber jetzt. Kriegen auch nochmal zwei Kills, müsste es sein. Nee, Mew muss ulten. Genau.
ähnlich gut wie ein Kill, weil die Ult kann manchmal helfen. Wir kriegen trotzdem den Kill, weil Solarstrahl mega geil ist. Jetzt warten wir kurz, ob irgendwer helfen kommt und unser Absol, so heißt das Pokémon, richtig, Tim, ich bin so stolz, kommt auf jeden Fall helfen und dann passieren blöde Dinge. Weil jetzt irgendwie nach mehr als zwei Minuten, fangen wir endlich Eleki an und dann kommt der Vogel und obwohl meine Psychokinese gerade fast rausgekommen ist, kriegt der Vogel Eleki und das ärgert mich schrecklich. Das hat mich wirklich geärgert. Vor allem, weil sie unten jetzt auch Regi bekommen, weil sie unten zu zweit sind. Also ich gehe stark davon aus, die bekommen das untere Regi. Ist also recht blöd gelaufen, aber wir dürften erfahrungstechnisch im Vorteil sein. Außerdem bin ich das krasseste Mime der Welt. Ich gucke jetzt nach unten. Unser Bisack guckt überhaupt nicht. Theoretisch dürfen die es haben? Ja, genau. Da ist es. Ich weiß, ich glaube, wir haben Solarstrahl-Bisa. Ich backcappe jetzt ein bisschen, weil Punkte sind auf der Map extrem wichtig. Und dann gucke ich mal, was kann ich denn noch so absnicken. Die Eile kommt mir entgegen, aber Absol macht hier alles kaputt. Dann gucke ich, wo ist der Vogel? Vogel ist unten. Kommt er weg? Ja. Also der kann jetzt einfach fliegen, dann ist vorbei. Und jetzt mache ich einfach gute alte Mime-Arbeit, alles passiv heilen, was in der Gegend ist. Erstmal das Bisa hochbringen. Da ist irgendwas geflogen. Dann sehe ich auch Filinara. Das kommt aber weg. Ich habe leider nicht so eine Range wie Mew. Und hier, ich lasse mich immer gerne hier überwurfen, heißt die Attacke bestimmt auf Deutsch. Dann sehe ich Scheiße. Das ist ein ganz schlechter Spot für mich. Ulten wir mal. Marcy ultet auch. So kriegen wir einen Kill. So kriegen wir fast zwei Kills, aber der Vogel zerreißt uns beide. Schade, schade, lecker Schokolade. Marcy hat sogar zwei Kills bekommen. Und dann dieser kann leider... Ich will jetzt Mew sagen, ich bin echt müde. Finale nicht aufhalten, aber hey, 13 Punkte sind noch. Okay. Wir sehen, Regi Lecki kommt gleich. Wir sammeln uns oben. Wie Transformer, ich gebe dem ab so einen kleinen Speedboost. Weil das kann man ja mal machen. Und dann warten wir. Wir sehen Solarstrahl. Wir sehen beide Ranged Attacker und die kommen in unser Busch. Dann ist der eine schon tot. Das war nicht so smart, in den Busch zu springen. Die Eule wollte wahrscheinlich gucken, aber ganz ehrlich. Da standen halt zu viele. Aua. Krieg ich nochmal einen Solarstrahl ab, aber jetzt denke ich mir halt auch. Ja, halt dich aus. Mit der Nabelschnur als Mime. Ja, schieß auf mich. Ich werde meine vorteilhafte Position nicht aufgeben. Man hat gesehen, dass Filinara hat so wenig KP, das sollte sich echt nicht reintrauen. Die Ult von der Eule war wohl eine defensive Aktion. Keine Ahnung, was das sollte. Wir kriegen Eleki nicht mehr, aber hey. Wir sollten im Vorteil sein. Huge Lead sogar. Deswegen einfach jetzt verteidigen. Er gibt ab. Huge Lead könnte weg sein. Er gibt... Warte, die Eule? Ja doch, der Vogel hat es auch geschafft. Der Huge Lead könnte weg sein, darum fangen wir sofort an. Beziehungsweise Absol hat angefangen, da würde ich helfen. Aber ich will jetzt gucken, dass die mich nicht ärgern. Darum verfolge ich jetzt den Vogel ein bisschen. Oder er bringt mich mit. Mach ihm Damage und ich weiß, er fliegt jetzt rüber. Deswegen gehen wir hier rum. Und ich sag Ulti, alles was da drin ist, jetzt stunnen. Dass die schon mal nicht angreifen können. Außerdem kriege ich Rayquaza, nebenher ist ja auch nett. Schon wir noch kurz passiv ein bisschen mitteilen und Speedboost geben. Und dann gebe ich unten ab. Die Sache ist, Mew hat hier das Lichtschild super gesetzt. Ich verliere extrem viel von meinem Schild. Aber er hat weder seine dritte Basic noch Solarstrahl gerade oben gehabt. Und deswegen kann ich trotzdem ganz kleinen Schild noch bei einem Mew abgeben. Ist nett. Wir haben also wieder Huge Lead. Ich weiß noch gar nicht, wer alles abgegeben hat. Marcy schicke ich nach oben. Sag auch, verfolgt den Vogel nicht, geh einfach ins Tor. Marcy geht aber ins erste Tor. Bis schon, wer ihm sagt, hey... Falsches Tor. Das bringt nichts, das zu verteidigen. Der Vogel kann nichts abgeben und ich kann euch sagen, ich glaube, die nächsten 40 Sekunden passiert für mich nichts mehr. Die dürften auch aufgeben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weiß ich nicht. Jedenfalls in dem Match hat man, glaube ich, besser gesehen, in meinem Abnabelschnur, hier habe ich schon wieder gemisst, ich werde das nie richtig lernen, das ist sehr schwer, kaputt zu hauen. Extrem schwer. Außerdem kann es extrem ärgern. Ich bin mehrfach in 3 bis 4 Leute. Hier wieder Unverwundbarkeit.
Bullshit, ich sage euch. Unverwundbarkeit sollte nicht gegen Buffs deines eigenen Teams helfen. Mr. Mime kann teilweise in 3 bis 4 Leute reinspringen, vor allem mit Ulti. Und ja, gebt ab, Freunde, versucht es. Die Ulti ist nicht besonders stark, aber immer wieder holt man sich ein paar Kills oder schwächt halt ganze Gruppen von Gegnern an. Ist sehr nett auf jeden Fall. Jetzt gucken wir noch damage-technisch. Ich glaube schon, wer hat Mew verstanden. Der hat, glaube ich, immer viel Damage rausgeholt. Ja, über 200 mehr ist nett. Ah, in dem Match sogar noch 50.000. Aber war, glaube ich, sein erstes. Er kommt noch auf die 100 bis 120.000. Ich habe auf jeden Fall 50.000 Heilung, was nett ist. 60.000 getankt. Mein kann was. Falls euch diese nachkommentierte Folge gefallen hat, dann bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Discord-Link ist in der Beschreibung. Und Terminus ist jetzt erstmal raus. Ich nuschel gerade wie blöd. Ich weiß nicht. Ich muss essen. Bye-bye.